Ja, da ist er, der Münchner Weihnachtsbaum. Jetzt mal von oben gesehen, der Weihnachtsbaum 2013 von der Gemeinde Bad Kohlgrub, dem höchstgelegenen Moorheilbad, gestiftet. Heute ist er aufgestellt worden von der Berufsfeuerwehr in München und wir sind einmal halt über den Dächern Münchens mit der Berufsfeuerwehr hier raufgefahren. Da ist er. Und schauen wir uns mal den Weihnachtsbaum von oben an. 27 Meter so hoch, 7,5 Tonnen wiegt er, eine heimische Fichte, die ist 80 Jahre alt, musste angeblich gefällt werden, weil er auf einen Stadel gefallen war. Naja, so alt schaut jetzt die Fichte jetzt auch wieder nicht aus. Da gehen wir schon langsam, glaube ich, da machen wir noch einen Schwenk über München, weil es so schön ist da herum. Der Dieter Reiter da unten, da ist gerade die Pressekonferenz, der übernimmt gerade den Baum vom Bad Kohlgrub und zu denen fahren wir jetzt runter.